Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich ein Rätsel für euch. Wer von euch weiß, was eine große Garage hat, ein breites Einzelbett, ein Hubdoppelbett, eine wunderschöne Sitzgruppe, unfassbar viele Möbelvarianten, eine der schönsten Außenformen, die man am Wohnmobilmarkt haben kann, wahlweise Heckantrieb oder Allradantrieb und das Ganze auf einem Mercedes-Basisfahrzeug mit Abstandsregeltempomat und allen Assistenzsystemen, die ihr haben wollt? Na, wer hat eine Idee? 5, 4, 3, 2, 1, ein Lastrada Nova M. Und den schauen wir uns heute gemeinsam an. Ihr wusstet die Antwort, wollt aber noch mehr über Kastenwagen wissen, dann ist das genau der Grund, warum ihr unseren Kanal abonnieren solltet. Damit ihr auch in Zukunft immer up to date seid, was gibt es für neue Basisfahrzeuge, da tut sich in Zukunft wahnsinnig viel. Was bringen die Hersteller im neuen Modelljahr und wie entwickelt sich überhaupt die Liefersituation weiter? Über all diese Infos halten wir euch auf unserem Kanal up to date, deswegen folgt uns hier bei YouTube, folgt uns bei Instagram und auf allen Social Media Plattformen, die ihr sonst noch so kennt. Wir wollen da für euch zur Verfügung stehen. Ich freue mich auf euch. Und jetzt schauen wir uns heute den Lastrada Nova M in allen Details gemeinsam an. Der Herbst ist da. Woran merken wir das? Es ist vor 6 und trotzdem wird es gleich dunkel. Aber dieses Fahrzeug ist einfach zu schön, um es euch vorzuenthalten. Und damit wir euch alle Details zeigen können, haben wir gedacht, wir machen jetzt erstmal den Rundumgang und schauen uns alle Details von draußen an. Und der Wagen wäre auch der perfekte Fluchtwagen, um dem Herbst zu entkommen. Der ist nämlich richtig winterfest. Ich selbst habe schon bei deutlichen Minusgraden so viel Neuschnee mit einem Säugling drin geschlafen, also in dem Vorgänger von dem. Ich kann nur sagen, der Nova ist schon ein wahnsinnig cooles Auto. Woran ihr das erkennt, zeige ich euch gleich, wenn wir durchs Auto durchgehen. Damit ihr aber, falls ihr euch für den Nova als Fluchtwagen vor dem Herbst entscheidet, damit ihr die technischen Daten von dem Wagen habt, einfach mal die paar Basics, die ihr wissen müsst. Also Nova ist 6,46 Meter lang, zumindest der Nova M. Er hat ja auch nicht den großen Bruder Nova EB mit knapp 7 Meter und Einzelbetten. Da verlinken wir euch oben in der Ecke das Video zu. Dann ist Nova immer 2,15 Meter breit. Warum 2,15 Meter? Das sehen wir gleich, wenn wir am Auto entlang gehen. Und so wie er hier steht, ist er 3,6, 7, 8 ungefähr hoch. Das ist jetzt ein Wagen mit Heckantrieb. Beim Nova hättet ihr immer die Möglichkeit, auch Allrad zu bestellen. Dann ist er dementsprechend diese knapp 8, 8,5 cm höher, die der Mercedes Allradantrieb höher ist. Basisfahrzeug ist immer der Sprinter, wie gesagt im Ursprung als Heckantrieb, optional als Allradantrieb. Motorisierung ist in der Basisvariante immer 170 PS oder in der Top-Motorisierung, die von Mercedes für den Sprinter verfügbar ist, mit 190 PS. Ich glaube, das sind die wichtigen Fakten, die ihr am Anfang haben müsst, was das Ganze kostet, was es noch für Optionen gibt, gerade in Bezug aufs Basisfahrzeug. Gehen wir nachher alles gemeinsam durch, wenn wir mal im Konfigurator von Lastrada spielen und genau dieses Fahrzeug für euch zusammenstellen. Insgesamt ist das, glaube ich, aber einfach ein Fahrzeug, was richtig schön ist. Und ich finde diese Perspektive von vorne, man sieht schon auf den ersten Blick, wir haben die LED-Scheinwerfer von Mercedes. Wir haben eine unfassbar elegante Form, die da ist. Das ist halt das, was den Nova von allem am Markt abhebt. Es gibt zwei Sachen. Einmal, es gibt eigentlich keinen Sprinter in diesen, ja, ist das ein Kastenwagen, ist das ein Teilintegrierter? Der Nova ist so ein Zwitter, der sich irgendwie in den verschiedenen Welten bewegt. Und dadurch, dass Lastrada die gesamte GFK-Monocoque-Kabine in einem Stück fertig. Das heißt, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, von dieser Wand mit der Nase bis ganz hinten mit Boden, mit Dach, das ist alles ein Stück. Irgendjemand hat mal flapsig gesagt, du kannst den Nova umdrehen, Außenborder dran machen und als Schiff damit wegfahren, wenn du die Dachhauben abdichtest. Also es ist wirklich eine GFK-Kabine und dadurch ist das so ein Mittelding. Wir haben die feste Kabine eines klassischen Kastenwagens, aber die Breite eines Teilintegrierten. Und er ist beides nicht so richtig. Und ich finde vor allem diese seitliche Perspektive und beim Nova M, muss ich sagen, finde ich das Verhältnis noch mal schöner als beim Nova EB, weil der einfach so knuffig dasteht. Und der sieht doch nicht aus wie 6,50 Meter, so wie er dasteht.
Aber das, was man durch diese Kabine hinbekommt, ist das La Strada, wenn du müsstest dich mal bitte da hinstellen, dass du die Flucht vom Spiegel und von hinten sehen kannst. Die Idee, die dahinter steckt, ist der Sprinter vorne, wenn ihr irgendwo durch wollt, muss man ja den Spiegel ranklappen, dann ist der Spiegel ungefähr so breit. Wenn ihr jetzt diese Flucht hier hinten verfolgt, dann ist das die Breite, die wir hier hinten haben. Das heißt, da, wo ein Sprinterkastenwagen vorne mit angeklappten Spiegeln durchpasst, haben wir hier hinten auch die Breite. Das heißt, auch wenn er breiter aussieht und ihr im Nutzungsleben viel mehr Raumgefühl drin habt, ist er eigentlich nicht viel breiter als zum Beispiel, wollte ich gerade sagen, da steht doch ein Regent S, als ein Regent S. Und das ist so ein bisschen der Kniff, der in diesem Nova drin steckt. Das ist der eine Punkt, der ihn so besonders macht. Der zweite ist, dass ihr natürlich bei den Kastenwagen euch entscheiden müsst, 6 Meter oder 7 Meter. Und dazwischen gibt es nichts. Diese Zwischenlänge, die so bestimmte Dinge ermöglicht, wie wir sie hier beim Nova haben, mit 6,50 Meter, gibt es als Originalvariante bei Mercedes eben nicht. Da muss es dann eben immer ein Teilintegrierter, ein Vollintegrierter oder eben sowas Schönes wie unser Nova hier sein. Das, was wir hier sehen, ist die Außenfarbe Tenorit Grau. Das ist so ein Grau-Metallic mit einem, ich würde mal sagen, leichten Blauschuss. Umso mehr Sonne drauf scheint, umso bläulicher wird das Ganze. Und dann ist der Nova, um die Form noch mal ein bisschen zu entzerren, ja immer mit dieser Zweifarblackierung gemacht. Die könnt ihr wahlweise eben in Schwarz oder in Silber haben. Hier haben wir uns entschieden, wie das meist bei La Strada ist. Dunkles Auto mit heller Farbe, helles Auto mit dunkler Farbe. Zu Weihnachten ungefähr, vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres, kriegen wir noch mal ein ganz spannendes Nova M-Projekt rein. Denn das wird ein richtiges Biest. Also auch da, wer sich für dieses Thema interessiert, da werden wir dann alles, was man so im Offroad-Bereich machen kann, umsetzen. Viele spannende kleine Details. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr auch den Nova nicht verpassen wollt. Insgesamt hat La Strada natürlich versucht, also ihr müsst ja, das ist ja eine selbstgemachte Kabine, die Formsprache des Sprinter bestmöglich zu übernehmen. Das heißt, ihr habt hier, das ist alles Blech, und diese Sicken hier, die der Mercedes hat, sind hier in der Kabine halt komplett wieder mit aufgenommen, um das Ganze möglichst einheitlich zu machen und im hinteren Teil dann eben in die Nova-typischen, das ist ja jetzt schon die dritte Generation, in die Nova-typischen fließenden Formen des La Strada zu überführen. Und dann kann man halt so tolle Sachen machen, wie zum Beispiel die Markise in den Aufbau integrieren. Also nicht wie bei allen anderen Fahrzeugen einfach außen ran, sondern in der Kabine ist quasi schon ein Ausschnitt drin, wo die Markise reinkommt. Die Markise ist also auch serienmäßig mit dabei. Insgesamt also ein Auto, was, finde ich, optisch von außen für sich spricht. Was wir hier haben, nur um das, was ihr seht, nochmal abzurunden, das sind die serienmäßigen Mercedes 17 Zoll Felgen. Die kann man dann ab Werk sogar mit Ganzjahresreifen bestellen. Das geht ja sonst bei kaum einem Fahrzeug. Ihr könnt, ich drehe mich mal so rum, den Nova mit einer Heizung eurer Wahl bestellen. Hier haben wir zum Beispiel eine Dieselheizung drin, die ihr sogar mit Elektrounterstützung haben könnt. Und ihr bekommt den Nova immer mit diesen riesengroßen Klappen im Heck einer echten Heckgarage. Und die machen wir jetzt mal auf und werfen da gemeinsam einen Blick rein, weil das eine der Lösungen ist, die bei La Strada absolut besonders sind. Und da wir immer wieder gefragt werden, wie groß sind denn eigentlich die Maße der Heckgarage, schnappe ich mir jetzt mal mein Lasermesser, damit wir euch dem Anspruch unseres Kanals folgend mit den echten Fakten zu diesem Fahrzeug beliefern können. Ja, eine große Garage. Der Wagen ist hinten nicht ganz so hoch, wie es jetzt für euch aussieht. Ich habe mich nur für euch gekniet, damit ich die Maße besser nehmen kann. Also prinzipiell haben wir hier hinten über die volle Breite die Garage. Das heißt, wir haben 1,97 von Seite zu Seite. Und das, was die Frage ist, die immer wieder auftaucht, ist, wie viel Platz haben wir denn nach oben in der Garage? Da haben wir hier 1,22 Meter und hier 1,05 Meter auf dem Podest. Das Podest, auch eine Frage, die immer und immer wieder aufgetaucht ist, warum ist hier ein Podest? Ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Nova auf dem Sprinter Pritschen-Chassis aufbaut quasi und bis hier geht eben die Originalrahmenverlängerung des Sprinters. Das kann einfach nicht weg. Was aber super relevant und wichtig ist, ist eben, wie viel Platz ist hier. Hier habt ihr 51,8 cm jetzt gemessen und hier oben
haben wir noch mal etwas über 90 cm. Also insgesamt super viel Raum. Aus Erfahrung und den Garagen, die ich mir bei den Kunden anschaue, kann ich ganz klar sagen, hier passen wunderbar zwei Fahrräder mit hin. Meist ist noch so, dass man irgendwo einen kleinen Stapel mit Boxen hat, entweder mit so einem Auszugssystem oder einfach übereinander und mit einem Gurt festgemacht. Und dann eben mit den Airline-Schienen, die hier hinten dran sind, die auch serienmäßig beim Nova immer mit dabei sind, kann sich jeder die Garage eben so einrichten, wie er will. Und wo gibt es das schon, dass ihr einen Sprinter mit einer Heckgarage habt, wenn es ein Kastenwagen ist? Beleuchtet ist das Ganze mit dem großen Lichtband hier oben. Markisenkurbel ist damit drin. Die Leiter brauchen wir gleich später, wenn wir im Fahrzeug drin sind. Und damit ihr wisst, was sich hier sonst noch versteckt, hinter der Klappe ist die Serviceklappe für die Heizung. Da brauchen wir jetzt nicht reinschauen. Hier in der Mitte sehr nutzerfreundlich der Stauraum für die Batterie. Hier in dem Fall ist das jetzt eine 120 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Auch eine Besonderheit bei Lastrada, dass ihr quasi aus einem unendlichen Fluss voller Extras auswählen könnt. Allein bei den Batterien haben wir eben 3, 4, 5 verschiedene zur Auswahl. Und dann ist hier einfach noch Stauraum. Und da würde ich einfach vorschlagen, du kommst mal kurz außen rum. Dann können wir nämlich hier gemeinsam mit reinschauen. Da haben wir zwar eine der Sahneseiten des Autos euch erstmal ausgespart, aber da gucken wir gleich nochmal. Also hier nochmal ein schöner Stauraum und dann daneben der Anschluss für die Außendusche. Das wäre aber eine Option, die ihr mitbestellen müsst. Schön ist halt, dass die mit im Fahrzeug drin liegt. Was halt nicht weglaufen. Was wir hier drin haben, ist noch eine absolute Besonderheit. Sieht erstmal nur aus wie ein Knopf, aber ich zeige euch mal, wofür dieser Knopf ist. Was nämlich auffällt, wenn man die Garagenklappe zumacht, ist, dass der Wagen so wenig wie möglich Außenklappen hat. Wir haben hier zum Beispiel die Toilettenklappe, die ist vollkommen grifflos, weil man sich gedacht hat, an den Stellen, wo man das technisch sehr einfach lösen kann, haben wir hier eine kleine Entriegelung, kann man das sehen, ein Knöpfchen gedrückt und dann ist die Klappe hier auf. Und auch da, wo normalerweise eine Sogtoilettenentlüftung hier einfach, ich sag mal, beim Kastenwagen stumpf auf die Außenklappe gelegt wird, ist es so, dass wir hier durch den Boden rübergehen und hier nach unten raus und die Filterkartusche in der Garage ganz einfach gewechselt werden kann. Also es ist da, wo es geht, möglichst optisch ansprechend und schön gelöst. Der geneigte Zuschauer, der uns schon ein bisschen länger verfolgt, wird die Videos der allerersten Novas sehen. Die hatten auch hier keine Griffe. Das hat sich ehrlicherweise in der Praxis nicht zu 100% bewährt. Da haben wir, das waren motorisierte Schlösser, haben wir gesagt, manchmal sagt man, Schuster bleibt bei deinen Leisten oder Wohnmobilbauer bleibt bei deinen Schlössern. Es ist einfach ganz klar so, die klassische Lösung ist manchmal die bessere und es ist wichtiger, zuverlässig in die Garage rein und raus zu kommen. Raus eher selten, aber rein, als das 100% optisch clean zu haben. Was aber richtig schön und clean ist, ist, was wir uns nochmal anschauen sollten, ist diese gesamte Heckansicht von dem Wagen. Das ist schon ein richtig großes Wohnmobil, aber auch da ist natürlich mit dem Zweifarbkonzept, also wieder Silber und die Originalfarbe abgesetzt, versucht das Ganze aufzulockern. Und was ich ganz charmant finde, ist, dass, wenn ihr euch das genau anschaut, ich weiß nicht, ob jemand eine Rückfahrkamera sieht. Nee, seht ihr nicht. Und ich zeige euch jetzt nämlich mal, warum. Ich gehe mal kurz nach vorne, weil die Rückfahrkamera hier, wie das eben bei PKWs auch gang und gäbe ist, in dem Mercedes-Stern versenkt ist. Und ich lege mal kurz einen Rückwärtsgang ein. Ich konnte euch eben sehen. Ist sie noch da? Genau. Da kommt die Rückfahrkamera raus, so wie ihr das von euren PKWs inzwischen auch kennt. Und dann, wenn sie nicht mehr gebraucht wird, fährt sie irgendwann wieder ein. Das Bild kommt natürlich nicht auf irgendeinem Monitor raus, sondern auf dem originalen Mercedes-Monitor vorne. So, jetzt haben wir die linke Seite gesehen, haben wir die rechte Seite gesehen. Müssen wir an der Front noch was gucken? Ah, doch, eine Kleinigkeit will ich euch schon noch zeigen. Machen wir den Motor aus. LED-Scheinwerfer und solche Dinge haben wir ja besprochen. Was ihr euch bei Mercedes immer überlegen müsst, ist, wie soll das optische Gesamtkonzept sein? Eher so, wie wir das hier gemacht haben, das Ganze elegant, dann eben mit lackierten Stoßfängern, dass das alles schön in einem Fluss ist. Der Nova, den ich vorhin angesprochen habe, der dann Richtung Winter irgendwann kommt, gehen wir genau den anderen Weg. Alles ein bisschen höher, ein bisschen größer, aber dann auch
bestimmte Teile eben nicht in Wagenfarbe lackiert. Ja, und das ist sowas, was ihr euch entscheiden müsst. Und auch hier könnt ihr dann frei entscheiden, ob ihr noch so Chromspangen drauf haben wollt. Aber das gehe ich mit euch dann durch, wenn wir euren Wunschwagen konfigurieren. Apropos konfigurieren, um der Frage vielleicht gleich mal vorwegzugehen, Lieferzeiten leider relativ lang. Beim Nova wie bei fast allen Dingen. Das liegt hier, hat es aber wirklich einfach auch einen deutlich erklärbaren Grund. Diese ganze Kabine ist mehr oder weniger Handarbeit. Es gibt nicht so viele Formen, meines Wissens exakt eine, mit der man die Kabine herstellen kann. Die Kabine hat eine gewisse Fertigungszeit. Das heißt, wir haben quasi eine ganz natürliche Beschränkung des Liefervolumens. Was, wenn ihr euch den Gebrauchtwagenmarkt anseht, toll ist für Leute, die so einen Nova haben, weil so ein Auto unfassbar wertstabil ist. Was für jemanden, der einen haben will, leider ein bisschen längere Lieferzeiten bedeutet. Aber wenn das für euch konkret ist, schickt uns einfach mal eure Konfiguration und die Kontaktdaten und dann kommen wir auf euch zu und gucken mal gemeinsam, was da möglich ist. So, wem gefällt der Nova? Wahrscheinlich euch allen, die jetzt noch mit dabei sind. Das heißt, ihr habt es euch jetzt auch verdient, dass wir gemeinsam in dieses Auto reinspringen und mal schauen, wie sich der Besitzer dieses Autos überlegt hat, wie er es gerne einrichten möchte. So, gleich ist dunkel, deswegen wird es doppelt Zeit reinzugehen. Aber bevor wir reingehen, die erste und die zweite Generation des Novas hatte auch andere Probleme, aber hat ein Kernproblem gehabt. Und zwar hattet ihr eine Tür, da ging es nicht durch. Die war ungefähr so, also deutlich schmaler. Die hatte keine Fliegengittertür, das hat genervt. Die hatte Scharniere, die nicht richtig cool waren. Es war ein wunderschönes Auto schon von Anfang an, aber so eine Form aus dem Nichts zu entwickeln, das ist ja auch eine Evolution. Dritte Generation heißt ja auch, dass wir Erfahrungswerte aus zwei Generationen hier einfach schon drin haben. Und das hat hier dazu geführt, dass wir eine richtig breite Tür haben. Und zwar, ich kann nicht lesen, 58 cm, eher 59. Nee, das ist die falsche Seite. Erstmal wollte ich die Seite aufziehen. Dass wir jetzt eine klassische Fliegengittertür hier mit dabei haben. Und wenn man wollen würde, kann man das auch so machen. Also ist auch ein Verdunklungsrollo mit dabei. Das heißt, ihr könnt die auch einfach nur als Lüftungsspalt aufziehen. Das ist das eine, was bei den älteren Novas auch, vor allem wenn man Allrad genommen hat, immer wieder ein Thema war, ist, wie komme ich rein? Weil die Stufe hier, jetzt habe ich eh lange Beine und bin groß, das ist noch okay. Wenn ich aber jetzt 8 cm Allrad drauf rechne, dann bin ich ja schon da. Und ich will ja keinen Fitnesssport machen, sondern ich will Urlaub machen und mich entspannen. Und deswegen, wo ist der Knopf, haben die Novas inzwischen eine Trittstufe. Und das ist selbst für gemütliche Menschen wie mich einfach ein ganz komfortabler Weg ins Fahrzeug. Und jetzt können wir endlich rein. Kommt zu mir. Come in and look out. Herzlich willkommen hier drin im Nova. Und das ist echt immer wieder eine faszinierende Erkenntnis. Wir haben hier ein Fahrzeug 6,50 Meter lang. Und wenn ich sehe, wie weit ich nach hinten gucken kann, dann setzt sich immer wieder eine Erkenntnis durch. Ein Hubbett im Fahrzeug vergrößert euch den Wohnraum immens. Ob das jetzt für jeden die richtige Lösung ist, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ist auch nicht jedermanns Sache, in so ein Hubbett einzusteigen. Aber prinzipiell ist es halt schon so, dass man natürlich weniger Raum fürs Bett weggibt und dementsprechend viel mehr Lauffläche im Auto hat. Aber damit ihr wisst, worüber wir hier reden. Also, wir haben einen Lastrada Nova M. Da neben mir seht ihr den Grundriss. Die Grundidee, die dahinter steckt, ist eben, entweder eine Möglichkeit zu haben für zwei getrennt schlafende Erwachsene oder eben die Möglichkeit, zwei Erwachsene, ein Kind. Auf jeden Fall ist das so eine Variante. Jeder kann das machen, wie er möchte. Ihr habt hinten im Heck das große, breite Einzelbett. Die Maße nehmen wir gleich gemeinsam. Die Garage dazu haben wir eben schon gesehen, die unter diesem Einzelbett eben versteckt ist. Dazu habt ihr auf der Beifahrerseite einen kleinen Kleiderschrank, der jetzt da eingerahmt ist. Davor die Küchenzeile und da gucken wir gleich nochmal genau hin mit dem Apothekerschrank. Und auf der gegenüberliegenden Seite von der Küche die Nasszelle, die auch eine echte separate Dusche mit dabei hat. Und das, wo wir jetzt hier gerade vorne sitzen, ist einfach eine total großzügige, schöne Sitzgruppe. Mit 4 Dreipunktgurten, hier mit so einem angedeuteten L, dass man eben auch mal die Beine hochlegen kann und insgesamt ein bisschen Großzügigkeit hat. Es gibt noch einen großen Bruder zum Nova M, dafür lassen wir jetzt mal den Nova M-Grundriss einfach mal aus dem Bild fahren und von unten kommt jetzt der Nova EB-Grundriss reingefahren. Der ist ähnlich von der Idee, aber eben einen halben Meter länger. Das, was dort umgesetzt ist, dass ihr hier im hinteren Bereich, den wir euch da jetzt umranden, Einzelbetten habt,
Ansonsten aber gleiche Küche, gleiche Nasszelle. Was der Nova EB aber nicht hat, ist das Hubbett hier über mir, was quasi die Alleinstellung des Nova M ist. Ist aber auch ein total schickes Auto. Da haben wir Anfang des Jahres mal ein sehr ausführliches Vergleichsvideo, Video zweier Nova EB gemacht. Da könnt ihr auch anschauen, wie eine Trockentrenntoilette in einer Nova-Nasszelle aussehen sollte. Das Video verlinken wir euch in der Ecke oben mit dabei. Ja, das, was ihr hier insgesamt seht, ist einfach ein ganz toller Möbelbau. Und das, was von den Farben da ist, ist, jetzt habe ich den Faden verloren, den Faden verloren. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, dass wir einen schönen Möbelbau haben, weiß aber gar nicht genau, wie weit ich da zu sehen bin. Das macht keinen Sinn, in dieser Kamera zu sagen, wie groß der Möbelbau ist. Ne? Deswegen sollte ich lieber bei dieser Kamera bleiben. Also der Möbelbau im Nova M, das, was ihr hier seht, ist das Holzdekor Eiche Natur, abgesetzt mit weißen Fronten, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und hier mit einem Natura-Polsterstoff, die Nummer habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber das, was da ganz elegant gewählt ist, ist, dass das ein blauer Polsterstoff ist, der aber wieder diese weiße Nahtfarbe mit drin hat und damit so ein bisschen das der Weiß der Klappen wieder mit aufnimmt. Ansonsten habt ihr eine tolle Sitzgruppe. Die Tischflächen sind immer die gleichen beim Nova. Und das, worauf ich sitze, ist mein Lieblingssitz, der SKA-Sitz, der aktuell beim Nova auch Stand der Serie ist und so mit dazugehört. Den Tisch könnt ihr hier drehen, auf der Achse frei verschieben. Das habe ich jetzt nur arretiert. Insgesamt aber eine vollwertige Sitzgruppe. Jetzt müssen wir einmal die Perspektive dieser Kamera wechseln, damit ich euch zeigen kann, wo die Kamera draufsteht. Und dann machen wir nämlich genau an dieser Stelle weiter, weil dort haben wir zwei sehr coole Optionen, wo ihr für euch entscheiden müsst, was für euch der richtige Weg ist. Die Option, die ihr nämlich habt, ist entweder das so zu nehmen, wie hier der Serienzustand ist, mit dem Sideboard, was zum einen der perfekte Platz ist, um ein TV-Gerät hier oben dran festzumachen. Das kriegt dieser Wagen nämlich noch, der noch DVB-T-Antenne, TV-Gerät und eine vernünftige Internetantenne aufs Dach bekommt. In dem gleichen Atemzug habt ihr hier unten dann noch eine richtig schöne Schublade. Darunter ist kein Stauraum mehr, weil das der Gaskasten ist, der von außen zu beladen ist. Übrigens auch mit so einem coolen Knopf, wie ihr das vorhin bei der Toilette gesehen habt. Wer jetzt aber sagt, den Stauraum brauche ich nicht, einen Fernseher will ich nicht, aber ich will noch mehr Großzügigkeit schaffen, der kann hier vorne auch diese Option Sitzbank statt Sideboard bestellen. Und dann kriegt ihr hier noch einen Einzelsitz. Und dann könnte man zum Beispiel den Fernseher an die Nasszellenwand hängen und hätte hier zwei Sitze, die sich entspannt zurücklehnen können, Füße hochlegen können oder auch eine Sitzgruppe, in der ihr mit 4, 5, 6 Mann, na, 6 vielleicht nicht, 1, 2, 3, 4, 5, doch, 6 Leuten, wenn man sich mag und 4, wenn man die Nachbarn nicht so cool findet, sitzen könnte. Aber nur Kinder. Ja, oder da, die sich wirklich mögen. Also wir haben, meine Eltern haben einen alten Nova L, also noch den Nova erste Generation, der hat Einzelsitz und also hat eigentlich nur 4 Sitzplätze und auch da können wir zu 5 und zu 6 drin sitzen. Also wenn man sich mag, geht alles. Wir Camper wissen das doch. Na, es funktioniert schon ganz gut. Was eine Frage ist, die beim Nova immer wieder aufgetaucht ist, ist, kann ich denn, wenn das Hubbett unten ist, überhaupt noch sitzen? Oder habe ich die Möglichkeit, wenn das Bett gebaut ist, mal eben schnell wegzufahren, wenn man vielleicht eine Situation hat, wo man sagt, oh, irgendwie verändert sich in der Umgebung gerade was und ich fühle mich nicht mehr so richtig wohl. Aber ich will dann nicht losgehen und alles Mögliche an Dingen abbauen und dann erst losfahren können. Und deswegen klappen wir jetzt einfach mal das Hubbett runter und gucken, wie gemütlich das da drunter ist. Das ist relativ einfach. Einmal hier ziehen. Am einfachsten geht es dann von hinten, aber ich lege das jetzt einfach nur runter. So, dann ist das hier alles schon etwas flacher. Aber guck mal, Vorsicht, dass ich dir nicht wehtue, wenn ich den Tisch sogar noch ein bisschen drehe. Ich kann hier mein Gin Tonic hinstellen. Ich kann meinen Laptop hier vorne haben. Ich könnte da theoretisch ein Filmchen gucken, was arbeiten, wenn Frau oder Kinder da oben schlafen. Ich habe hier sogar noch eine Leselampe über mir. Die haben wir jetzt nur ausgemacht, damit ich nicht zu hell für euch im Video bin. Ich habe einen super gemütlichen Sitzplatz. Ich habe hier noch ordentlich Kopffreiheit über mir. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was man dauerhaft als Lösung haben wollen würde, aber wenn der oder diejenige da oben schon schläft, ist das perfekt. Und zum Fahren genau das Gleiche. Auf den Fahrersitz steigen und losfahren, überhaupt kein Thema. Also das funktioniert auf jeden Fall. Ja, dann sollten wir, wenn das Bett schon unten ist, die Chance mal nutzen und gemeinsam oben ins Hubbett gucken, wie groß das ist und ob das von der Kopffreiheit für euch reicht. Ich weiß aus Erfahrung schon, weil ich schon Urlaub in so einem Nova gemacht habe,
mega gut. Also, der Weg hier hin, hier ist ja eine große Klappe. Was haben wir hier? Knapp 1,16 Höhe. Das ist jetzt vollkommen in Ordnung, da durchzugehen. Ist ja auch nicht der Standardweg, den man hat. Jetzt kann man entweder einen Fuß hier drauf und dann direkt hoch. Ansonsten habt ihr die Leiter vorhin in der Garage gesehen, die man hier natürlich jetzt einhaken kann. Das Ganze, wie ihr das von der Strada kennt, eine Kaltschaummatratze auf den typischen Froli-punktelastischen Lattenrost-Dingern. Und dann haben wir hier, ich messe einmal von der Matratze, eine echte Länge. Guck mal, von hier sind 2,2 Meter und wenn ich die Nasszellenwand, was die gefühlte Länge wäre, nehme, habe ich sogar 2,9 Meter Bettenlänge. Und ich muss euch einmal kurz den Rücken zukehren. Ja, 1,48 echte Matratzenbreite, aber gefühlt, weil hier oben, also von der Verstrebung bis rüber auf die andere Seite sind 1,65. Und das heißt, hier ist richtig noch mal ein bisschen Platz. Das ist also ein mega komfortables Bett für zwei Personen. Das, was im Vergleich zu den alten Nova-Generationen viel besser geworden ist, ist, dass wir jetzt seitlich links und rechts Fenster drin haben. Da weiß ich noch genau, dass ich ganz am Anfang, als ja in dem einer der ersten Nova M, die gebaut wurden mit den Fenstern, war auf Wunsch einer unserer Kunden, die gesagt hat, ich nehme so einen Nova, aber nur, wenn ich seitlich ein Fenster reinbekomme. Und da das eh schon immer zur Debatte stand bei La Strada, hat man gesagt, okay, dann nehmen wir sie jetzt als Grund, das zu machen. Und das hat sich halt so weit durchgesetzt, dass das bis heute geblieben ist. Hier habt ihr richtig schöne Ablagen, Leselampen, USB-Steckdosen, also alles perfekt. Was auch toll ist, was nicht bei jedem Hubbett selbst... Achso, und dann natürlich hier vorne das Midi-Heki, also 50x70, wo ihr wirklich... Einmal kann man sich perfekt hier draufstellen und rausgucken, wenn man es aufstellt, als Wellen schauen. Aber was eben auch toll ist, wenn ihr hier abends im Bett liegt, das wegnehmt, ihr liegt quasi unterm Sternenhimmel. Vorne bildet sich quasi so ein Hohlraum, das heißt, da kann man Kopfkissen liegen lassen. Wenn ihr die Decken ein bisschen glatt streift, dann kann man jetzt das Ganze einfach nehmen. Das klappt sich wunderbar hier wieder an die Decke nach oben. Und dann mache ich hier vorne den zweiten mit nach oben. Und so habt ihr einfach, könnt ihr die Bettwäsche oben drauf liegen lassen. Und selbst wenn ein bisschen mehr liegen bleibt, dann bleibt das halt ein bisschen tiefer. Aber das könnt ihr eben machen. Hier haben wir im vorderen Bereich, wo ich stehe, 1,94 noch unter dem Hubbett. Und hier im Küchenbereich 1,96. Also insgesamt für 9 von 10, die da draußen sind, absolut ausreichende Stehhöhe. Damit wir den Sitzgruppenbereich abhaken, gucken wir noch mal kurz hier in die Schubladen. Hier ist mega tiefe Schubladen. Und zwar drei, sind die alle drei gleich tief? Ja, guck mal. Ah, guck mal, da hat jemand mitgedacht. Das ist typisch La Strada. So weit wie möglich raus, aber zusammenstoßen tut es eben auch nicht. Und die dritte darunter wird wahrscheinlich das gleiche nochmal sein. Genau. Also richtig tiefe Auszüge. Das muss auch so sein, damit das Bett hier sauber aufliegt. Und genau aus dem Grund haben wir hier auch den Apothekerschrank, der auch mega praktisch ist, wenn ihr euch das anschaut. Sieht immer so aus, so klein aus, solche Fächer. Aber was da reinpasst an Gewürzen, Flaschen, Kleinkram, Vorräten, ist einfach toll. Und gerade hier, weil man eben wunderbar auch von draußen dran kommt, eine richtig schöne Lösung. Wenn wir schon so stehen, ich weiß nicht, ob wir die Küche so gut sehen können. Können wir die Küche so gut sehen? Ich jage euch ein bisschen weiter hinten in die Ecke. Genau. La Strada typisch. Unseren klassischen Zweiflammenkocher mit den zwei richtig großen, Brennern, was neulich mal Kritik bei einem Avanti war, aber auch ganz einfach behoben ist. Hier ist der Hohlraum relativ groß. Nicht Hohlraum, aber der leere Raum. Und wenn man jetzt eine ganz kleine, so eine Bialetti-Kaffeemaschine hat, eine ganz kleine, die hier nicht mehr drauf passt, dann gibt es bei dem, ich sage das jetzt mal flapsig, Online-Versender eurer Wahl, so Campingaufsätze, die man hier einfach draufsetzen kann. Und dann könnt ihr auch klitzekleine Töpfe draufstellen. Ansonsten einfach total praktisch, total hochwertig. Ich weiß, ich nehme das immer wieder in die Hand, aber es fasziniert mich auch jedes Mal aufs Neue, weil wir halt so viele verschiedene Kocher haben. Und das ist halt richtig robust und richtig schön. Und lieber ein Zweiflammenkocher, auf dem ich zwei vernünftige Töpfe unterbekomme, als ein Dreiflammenkocher, auf den nichts passt.
Aber ansonsten ist der Raum in der Küche natürlich beschränkt. Wir haben hier vorne den Kühlschrank, wahlweise Absorber- oder Kompressorkühlschrank. Das ist jetzt der Kompressor. Darunter, damit nichts verschenkt ist, nochmal eine kleine Schublade. Und hier davor einmal die große Besteckschublade. Noch eine große Schublade und die da drunter dürfte etwas kürzer sein. Nö, nochmal eine große Schublade. Also insgesamt sehr viel Stauraum, der zur Küche gehört. Ergänzt um die Fächer im Doppelboden hier unten. Einmal hier und einmal dahinter. Und auch nicht zu vergessen, und das ist auch wieder typisch und gut durchdacht, hier mit dem Rollo, was nach oben wegfährt, also kein Brett, was nach vorne klappt. Auch mit kleinen Einlegeböden, die ihr drin haben könnt oder auch rausnehmen könnt. Insgesamt glaube ich einfach eine Küche, die alles kann, gerade mit dem Licht, Luft. Mir gefällt das richtig gut. Hier über uns ein Mini-Heki, da könntet ihr alternativ auch einen Ventilator oder eine Klimaanlage haben. Und genau das gleiche haben wir über dem Heckbett nochmal und sogar in der Nasszelle ist auch nochmal eine kleine Dachluke. Also im Serienzustand habt ihr schon 1, 2, 3, 4 Dachhauben mit dabei. Und wie die Nasszelle sonst so aussieht und wie cool die Dusche wirklich ist, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Die Nasszelle, ich meine, ich bin groß und es ist eine Nasszelle in einem kleinen Auto. Und wenn ihr euch mal überlegt, ich kann hier trotzdem den Arm ausstrecken, ohne gegen die Wand zu kommen. Einmal was auffällt, ist hier keine Messe, Film, sonst was Beleuchtung drin, sondern wir haben da eine riesen Lichtleiste drin. Wir haben da das Licht, also es ist hier wirklich so hell. Das ist das, was mir auffällt. Wir haben hier einen richtig schönen Stauraum. Und das ist auch wieder was, wo man so ein bisschen, man muss ja zwischendurch, für uns ist ja die Lastrada-Verarbeitungsqualität selbstverständlich, weil wir uns den ganzen Tag damit auseinandersetzen. Aber wenn man sich das im Detail anschaut, die Scharniere von der Tür vorhin, für mich mega faszinierend, aber auch hier, jedes Scharnier, 4 Schrauben hier, 4 Schrauben da. Wir haben schon so oft in den Lastradas Schrauben durchgezählt, aber alleine das hier sind ja 8, 16, nur für eine so eine kleine Klappe. Das Ganze mit dem Magnet, was cool ist, dann mit der Rüttelleiste hier, dass die Sachen einfach nicht rausfallen. Das passt auf jeden Fall richtig cool. Und darunter noch eine kleine offene Ablage. Und auch, nur so ein kleines Detail, hier die Kante, einfach nochmal was, wo man was reinstellen kann. Das, was aber die Nasszelle so besonders macht gegenüber den ganzen anderen Fahrzeugen, ist, dass wir hier eine Dusche mit einem richtigen Trennvorhang drin haben. Das heißt, wenn ihr wirklich duschen wollt, könnt ihr das hier einfach rüberschwenken und habt dann eine vollwertige Dusche, wo ich hier, das kann man hier noch fest einhaken, wo ich jetzt drin stehe, mit absoluter Stehhöhe, die wunderbar passt, in der man wirklich duschen kann. So, jetzt wird dem ein oder anderen von euch aufgefallen sein, dass wir hier, während ich das wegklappe, erstmal kein Waschbecken im Sichtbereich haben. Woran liegt das? Dass das Waschbecken hier drin ist, weil man natürlich, wenn man so eine große Dusche und Toilette haben will, mit kleinen Tricks arbeiten muss. Hier ist es tatsächlich so, ihr klappt das Waschbecken einfach auf, dann geht über Bewegungsmelder direkt das Licht an und dann habt ihr hier für Zahnbürsten und Kleinkram direkt den Platz und wenn ihr fertig seid, klappt ihr das Waschbecken einfach wieder zu. Während der Fahrt kann man das Ganze von oben nochmal zusätzlich arretieren und auch hier oben hinter dem Spiegel habt ihr quasi handtief einen richtig großen, schönen Schrank. Also auch das passt richtig gut. Und die ganzen Lampen, damit man da keine Angst hat, all diese Lichtbänder sind natürlich auch dimmbar. Das heißt, wenn ihr hier nachts reinkommt, müsst ihr nicht alles auf Partybeleuchtung und ich schmink mich haben, sondern das kann man auch so machen, dass man mit so halb verquollenen Augen in Ruhe auf Toilette gehen kann. Also insgesamt eine Nasszelle, die richtig toll ist. Und was auch cool gelöst ist, ist, dass wir hier eine Schiebetür haben, die zum einen relativ ruhig läuft, also nicht irgendwie eine knallende Tür oder sowas ist, aber vor allem auch total raumsparend ist. Ihr könnt sie geöffnet stehen lassen den ganzen Tag und sie stört weder in der Nasszelle noch im Flur. Und dann eine letzte Kleinigkeit, die ich euch hier nochmal zeigen will. Es gibt echt viel. Man kann eigentlich, ich komme gar nicht richtig weiter. Wenn ihr hier aufklappt, Lastrada typisch, ich nenne das mal Zweiraumkonzept, hier die Möglichkeit, einen Trennvorhang zu haben, der hier rüber zieht, damit ihr den vorderen Bereich von dem hinteren Bereich abtrennen könnt. Also wenn jemand sich schon auf das breite Einzelbett hinten legt und vorne noch jemand einen Film gucken will, arbeiten will oder einfach rumsitzen und lesen, dann kann man das eben auch wunderbar machen.
Wie groß das Einzelbett ist, das sollten wir uns jetzt als Letztes nochmal anschauen. Und dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick darüber, was der Nova M kann. Und ihr müsst euch immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, wir sind de facto in der realen Durchfahrbreite nicht breiter als ein normaler Sprinter. Und wir stehen die ganze Zeit in einem Auto, was nur 6,50 Meter lang ist. Und das ist im Gesamtpaket schon ganz cool. Und ich glaube, wir machen das nochmal anders, weil in diesem Ganzen, ich schwärme die ganze Zeit vom Nova, was aber natürlich man in dem ganzen Paket auch nicht vergessen darf, diese Konstellation Lastrada, Mercedes Sprinter, GFK Monocoque-Kabine, Metallic-Lackierung, viel Ausstattung, alles toll gelöst. Das kostet natürlich unterm Strich auch eine ganze Menge Geld. Und damit ihr eine realistische Größenordnung habt, was zum Beispiel exakt dieser Nova, in dem wir hier stehen, kostet, springen wir jetzt zwischendurch einmal kurz zu uns in unser kleines YouTube-Studio. Da habe ich einen Konfigurator von Lastrada und dann konfigurieren wir mal einmal exakt dieses Auto durch, damit ihr eine Idee habt, was genau dieser Wagen kosten würde. Und wenn wir das dann fertig haben, dann sind wir gleich wieder hier im Auto und dann gucken wir uns nochmal das Bett und die letzten Stauräume ein, die ich da schon sehen kann. Und damit ihr genau wisst, was der Wagen, den wir uns hier gerade anschauen, kostet, gehen wir jetzt einmal den Konfigurator gemeinsam durch. Wenn ihr bei Lastrada auf die Homepage guckt, wir blenden euch das hier ein, habt ihr hier in dem Nova-Bereich einfach einen Konfigurator. Da wählt ihr eure Lieblingssprache aus. In meinem Fall ist das heute Deutsch. Und dann geht sie auch schon ab, die wilde Fahrt. Und zwar fangen wir an mit dem Nova M im Grundpreis 115.411 Euro. Das ist erstmal nur eine grobe Marschrichtung, weil bei Mercedes einfach viele Optionen möglich sind und das treibt dann eben manchmal auch den Preis. So wie der Wagen dort steht, haben wir 170 PS als Grundmotorisierung und das ist auch der Motor, der in dem Fahrzeug ist. Und die Außenfarbe ist Tenoritgrau. Alle Farben, die ihr bei Mercedes für einen Sprinter bestellen könnt, könnt ihr grundsätzlich auch für den Nova haben. Die Standardfarben kosten meistens keinen Aufpreis, also blau-grau, rot, stahlblau, weiß sind alles normale Farben. Die Metallic-Farben kosten in der Regel 2000 Euro, es sei denn, ihr sucht Sonderfarben aus, dann sprecht uns einfach an, dann klären wir das mit euch individuell. Der Wagen ist Mercedes-seitig relativ komplett ausgestattet, das heißt, wir haben das Technikpaket 1, was die Basics abdeckt. Wir haben das Technikpaket 2 mit dabei, da ist der Abstandsregeltempomat und sowas mit dabei. Und wenn ihr das Technikpaket 2 nehmt, könnt ihr auch Technikpaket 3 haben. Da gucken wir mal ganz kurz nach, was das ist. Das ist der Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner und Aufmerksamkeitsassistent. Was der Nova nicht hat, ist ein Totwinkelassistent, weil das Mercedes-seitig durch die etwas breiter aufbauende Kabine nicht geht. Und das Technikpaket 4 sind Regen- und Lichtsensor, dieser Wet Wiper, den ihr vielleicht schon kennt. Wer den nicht kennt, sollte sich auch das Video zum Regent S anschauen. Das verlinken wir euch nochmal in der Ecke. Da zeigen wir den Wet Wiper auch in voller Funktion. Und das Komfortpaket, wo ihr die SKA-Sitze und viele schöne Dinge drin findet, hat der Wagen hier auch. Bei Lastrada viel Aufwand in dem Konfigurator und es gibt euch zumindest erstmal einen ersten Indikator, wie so ein Wagen gestaltet werden kann. In der Praxis muss man sagen, das ist der Punkt, wo ihr um uns nicht drum herum kommt. Wir müssen gemeinsam an die Ausstattung des Fahrzeugs ran, weil wir so viele Stoffe, Hölzer und Muster haben, die man frei konfigurieren kann, dass man hier am Konfigurator sich überlegen kann, möchte ich das so? Aber in Natura sieht es dann doch nochmal ganz anders aus. Für die preisliche Gestaltung, wir haben Eiche Natur als Holz in dem Wagen, den ihr seht. Wir haben die Klappen in Soft White Matt, Himmel und Wand in Grau. Und als Polster haben wir einen Sonderstoff, die kann man jetzt hier im Konfigurator nicht wählen. Ich nehme mal einfach einen normalen Stoff, aber so habt ihr zumindest eine grobe Idee. Aber dieses Bild gibt eigentlich schon wieder, wenn ihr euch das anguckt, dass das zwar abschätzen lässt, wie es aussehen könnte, aber in Natura eben doch anders ist. Deswegen lasst uns abstimmen und dann stellen wir euch lieber die passenden Dinge zur Verfügung. Der Wagen, so wie er dort vor der Tür steht, hat 16 Zoll Alufelgen. So, und da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Eigentlich hat der Wagen nämlich gar keinen Allradantrieb. Und wenn ihr hier in die Konfiguration guckt, der oberste Balken, hier, das blaue, da steht Allradantrieb permanent. Plus 8.030 Euro. Das ist an dieser Stelle leider einfach zu viel. Wir gucken uns jetzt erstmal die ganze Konfiguration an und dann komme ich gleich nochmal kurz dazu.
hat eine Anschlussgarantie um 36 Monate, also 5 Jahre insgesamt. Hat den Deckel vorne im Armaturenbrett, eine verstärkte Fahrzeugbatterie, die beheizbare Frontscheibe. Also ihr merkt schon an den Kreuzen, die ich setze, eine relative Vollausstattung, Klimaanlage, einen größeren Dieseltank. Dann haben wir die LED-Scheinwerfer. Er hat nicht das große Navigationssystem, sondern das 7-Zoll-Radio, was ihr dort seht. In den ganzen Videos, die wir sonst zum Nova und Regent haben, zeigen wir auch regelmäßig das 10-Zoll-Gerät. Also da schaut euch einfach an, was für euch das Richtige ist. Aber er hat Nebelscheinwerfer und dann haben wir, glaube ich, auch nahezu alles. Nee, diese Sitzheizung und die lackierten Stoßfänger müssen wir auch noch markieren. Dann haben wir alles, was der Wagen hat. Und bei den Lastrada-Optionen gehen wir die Liste auch noch mal kurz von oben durch. Er hat zum einen eine Lithium-Batterie, die ist uns in der Garage ja entgegengekommen. Er hat die Außendusche, die ihr hinten links in der Garage mit dabei habt. Ein Gasalarm, Kompressorkühlschrank. Die Markise ist beim Nova serienmäßig. Wir haben eine Sogentlüftung und eine Solaranlage, was in dem Video noch nicht zu sehen ist. Inzwischen aber montiert wird, er bekommt in dem Sideboard noch ein TV-Gerät. Und dazu eine DVB-T-Antenne und eine Internetantenne und solche Dinge. Aber das sind Sachen, die machen wir dann mit euch individuell. Und dann, ich klicke hier mal alle drei Steckdosen an, weil der Wagen zusätzliche Steckdosen hat. Da müsst ihr aber sagen, wo ihr welche Steckdose wollt. Wir haben in dem Wagen drei Zusatzsteckdosen. Das sind aber nicht einmal 12 Volt, einmal 230 Volt, einmal USB, sondern das stimmen wir ab. Ihr könnt auch 5 oder 6 mal USB haben, wenn ihr wollt. Da gucken wir mit jedem Kunden selber. Und er hat eine Dieselheizung. Und dann sind wir auch schon einmal durch. Fracht, das ist bei Lastrada ganz angenehm, ist da immer mit dabei. Das ist auch zu jedem Händler das Gleiche, weil Lastrada tatsächlich zu den Werken gehört, die das zentral organisieren. Und damit ist das für alle quasi das Gleiche, egal wo der Wagen hinfährt. Und wenn man dann die Konfiguration sich anschaut, dann sieht man hier auf dem Bild ein wunderschönes Fahrzeug mit aber auch einem wunderschönen Preis. 159.000 Euro, so wie der Wagen im Video vorgestellt ist. Das ist eine ganze Menge Geld, aber das, was ich im Video auch schon mehrfach gesagt habe, dafür steht ein höchst individuelles, nach euren Wünschen gebautes Auto mit einer eigens angefertigten Karosserie dagegen. Das ist halt auch der aufwendigste Weg, den ich gehen kann, der einige große Vorteile bietet, aber mit dem Preis eben leider auch ein Nachteil. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal bereinigen um den vorhin falsch angeklickten Allradantrieb. Wenn wir diese 159.884 nehmen, da die 8.030 Euro, die der Allradantrieb kostet, abziehen, dann haben wir 151.854 Euro. Das heißt, eigentlich sind diese 151.854 die richtige Summe ist immer noch viel Geld, aber schon spürbar weniger als in der Konfiguration, die wir gerade eben gemacht haben. Vielleicht ist das ja ein Argument für den einen von euch oder anderen. Und beim Nova muss man auch ganz klar sagen, die Range ist groß. Man kann eine ganze Menge der Sachen weglassen. Man kann aber auch durchaus noch ein paar Sachen mehr nehmen. Da finden wir dann gemeinsam raus, wie euer Nova ausgestattet sein sollte und dann eben auch, was euer Nova in dem Zusammenhang kosten sollte. Ja, ist ein ganzer Haufen Kohle, was so ein Auto kostet, aber ist halt auch einfach was ganz, ganz Besonderes, was quasi individuell nach euren Wünschen gefertigt wird und damit eben auch, ja, wie sagt man, sehr abgegriffen, aber es war schon immer ein bisschen teurer, einen besonderen Geschmack zu haben oder das tut nur einmal weh, der Rest ist Verdrängung. Okay, das ist alles ein bisschen, ich weiß, aber unterm Strich muss man einfach sagen, der Nova ist was, das sind Gänse. Jedes Mal, wenn wir filmen, fliegen irgendwo Gänse. Wir müssen hier eine Gänsekolonie haben und es lenkt. Jedes Mal denkt man, wer schreit da draußen und ruft irgendwas. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, es ist ein tolles Auto, es kostet verdammt viel Geld, aber es ist einfach auch wunderschön und ganz besonders. Ob es das wert ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das, was ich ganz klar sagen kann, ist, wenn man sich mit dem Produktionsprozess auseinandersetzt und sich anschaut, wie viel Aufwand im einzelnen Detail steckt, dann versteht man, warum er so viel kosten muss in den kleinen Stückzahlen, in denen er gebaut wird. Also ich denke, dass das schon ein realer Preis oder realistischer Preis für das Auto ist, aber dass es unterm Strich trotzdem viel Geld ist, dann sind wir jetzt auch fertig mit dem Thema, ist klar.
entscheidet für euch, ob es für euch das Richtige ist oder nicht. Ja, was wollte ich euch hier hinten zeigen? Einmal das Bett, da gucken wir gleich rein. Bevor wir das machen, einmal bitte hier den Blick nach unten. Das habe ich schon mal was, da habe ich mal was vorbereitet. Super gut zu erreichen haben wir hier die Technik-Ecke. Da sehe ich Ladebooster, Solarladeregler, Ladegerät, Schnittstelle von der Batterie. Alles mit da drin. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte die Schublade, das Fach zuknallen. Aber sogar das Fach zu dem, zu der Technik-Ecke ist gedämpft. Also das geht ganz flüsterleise zu. Wenn wir dazu hier nochmal schauen. Ah, das ist ja cool. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Jetzt sitze ich natürlich ungeschickt. Einmal als zusätzliche Küchenarbeitsfläche. Und wenn man die Schublade ganz rausziehen könnte und seine Quadratlatschen hier nicht so im Weg hätte, könnte man den Deckel aufklappen und hat hier die Schublade noch als echten Stauraum und darunter nochmal eine große Schublade. Und was auch schön gelöst ist, ähnlich wie in der Küche, guck mal, auch da geht mit einem Bewegungsmelder das Licht von alleine an. Entweder könnt ihr hier das als Hängeschrank benutzen oder so wie das hier ist mit den eingelegten Brettern auch als richtigen Stauraum. So, das machen wir wieder zu. Also insgesamt muss man ganz klar sagen, man verliert natürlich im vorderen Bereich durch das Hubbett ein bisschen die seitlichen Fächer, aber dadurch gewinnen wir so viel anderen Stauraum und man darf ja auch nie vergessen, dass ich hier auf einer großen Heckgarage sitze. Das hier hinten ist dann nochmal ein richtig echtes Bett. Wir haben hier eine Breite von exakt 1 Meter. Und eine Länge von 2 Meter, tadadada, und 8. Deutlich über 2 Meter. Aber ihr müsst einmal hier bitte mit um die Ecke kurz gucken. Ich muss euch das leider einmal zeigen. Entschuldigung, Vladi. Die 2,8 Meter sind bis hier gemessen. Also man hat hier vorne noch so einen kleinen Vorsprung. Was mögen das sein? Kann man das mit einem Laser messen? Also der Laser sagt, das sind 20. Aber große Sachen kann er richtig messen. Nein, ich denke auch, das sind eher 10 cm, die das hier kürzer ist. Auf der Seite habt ihr volle Kopffreiheit. Da kann man wunderbar die Füße reinschieben. Und ganz ehrlich, wer braucht 2,8 Meter Bettlänge? Keine Ahnung, wo wir das jetzt mit reinschneiden. Wir müssen noch, ich habe 2 Höhen vergessen. Und zwar von beiden Betten. Und das sind für euch echt wichtige Fakten. Deswegen messen wir jetzt einmal für hinten die Höhe. Hier haben wir 91,5 cm oder anders gesprochen ein aufrecht sitzender Markus. Und vorne am Hubbett müssen wir das jetzt auch noch mal kurz messen. Das habe ich nämlich vorhin vergessen und das ist beim Hubbett ja eins der wichtigsten Maße. Deswegen reichen wir das jetzt auch noch mal kurz nach. Und hier vorne ist das etwas weniger. Hier haben wir 64,3 cm hier vorne an der Kante gemessen. Das ist ungefähr 2/3 aufrecht sitzender Markus, würde ich einfach mal sagen, um die neue Betteinheit aufrecht sitzende Markus einzuführen. Nein, es ist hier wirklich ausreichend und gut. Man kann sich wunderbar drehen, bewegen, alles passend machen, aber richtig aufrecht an der Kante sitzen kann man auch nicht mehr. Was ich aber andersrum sagen muss, dieser 1 Meter war zum Beispiel für mich immer toll, mal eben eine Mittagspause zu machen und damals war mein Sohn noch ganz klein und habe mit dem hier einfach ein Mittagsschläfchen gemacht. Das war wunderschön. Was unser Auto damals, die alten Novas haben hier oben ein breites Fenster, das ist schon cool. Aber das, was wir jetzt hier an Raum haben, ist natürlich nochmal, an Licht haben, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Weil man das Fenster richtig schön aufmachen kann. Ich arretiere das jetzt nochmal auf einer Seite. Und hier halt, das ist fast wie draußen sitzen und man sitzt ja ein bisschen höher. Das heißt, wir haben hier einen richtig schönen Blick, wir kriegen ganz viel Luft rein. Wir haben natürlich ein Fliegengitter, wir haben natürlich ein Verdunklungsrollo, also ich könnte mir sogar noch mal ein bisschen mehr Blickschutz schaffen und das kombiniert mit der Dachhaube hier oben drüber, ist was, was wunderbar funktioniert. Das machen wir wieder zu, genauso wie wir jetzt so Stück für Stück auch alles andere schließen, was wir hier im Fahrzeug haben. Also ich hoffe, dass ihr einen guten Eindruck vom Nova M bekommen habt. Es ist ein super spezieller Grundriss, diese Kombination aus breitem Einzelbett und Hubbett. Ist sicherlich nicht das Richtige für jeden, aber derjenige von euch, der sagt, genau so getrennt schlafende Erwachsene, großes Doppelbett, Ausweichbett, sind Lösungen, die da sind. Wir haben auch schon Alleinreisende gehabt, wo wir das Hubbett vorne rausgenommen haben und der einfach nur das breite Einzelbett hinten in Benutzung hatten. Also auch solche Dinge sind denkbar. Insgesamt
ich glaube, ich habe es jetzt 12-mal gesagt, ich sage es noch ein 13. Mal, ein besonderes, tolles Auto mit einer ganz, ganz besonderen Optik. Und mich würde interessieren, ob der Nova M eure Wahl werden könnte oder ob ihr lieber sagt, nee, ein klassischer Kastenwagen ist doch das, was mir besser gefällt. Da haben wir bei Lastrada ja auch ganz viele tolle andere Varianten. Was wir euch nächste Woche im nächsten Video vorstellen, das haben wir uns noch nicht genau überlegt. Deswegen denkt dran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr es nicht verpasst, egal was da kommt. Erstmal bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, dass euch genauso gut gefallen hat wie mir der Wagen. Bis bald im nächsten Video. Alles Gute und bis bald.